auch in der dritten Folge der Sim-Schau gibt es interessante Community-Beiträge, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Wir labern noch gar nicht lange rum, sondern beginnen direkt mit dem Beitrag von Crowzimmer, dem einfach aufgefallen ist, wie viele offizielle Tools es für die anderen Sim-Spiele, für die älteren Sim-Spiele gab, um selber Mods erstellen zu können. Für alle, die bei den alten Sims-Teilen nochmal so ein bisschen Nachhilfe brauchen, es war nämlich möglich, bei The Sims 2 mit offiziellen Entwicklertools eigene Sachen zu erstellen, eigene Mods fürs Spiel zu erstellen. Ich fand es eigentlich ganz spannend. Es gab nämlich zu The Sims 2 Zeiten dann ein Tool, das Homecrafter Plus hieß, mit dem man hier, wie man sieht, Wandbelege, Fußbelege und auch so Grastexturen machen konnte. Ich kann mich nur noch an den Bodyshop erinnern, mit dem man ebenfalls eigenen CC quasi für den Ersteller einen Sim-Modus erstellen konnte. In dem Tool konnte man ebenfalls auch eigene Sims erstellen, was ich tatsächlich wirklich sehr cool finde, eine sehr coole Idee. Und auch von der Benutzeroberfläche sieht es ja irgendwie relativ ähnlich und passend zu The Sims 2 aus. In The Sims 4 gibt es ja das Sims 4 Studio, was allerdings von der Community erstellt wurde und nicht von EA direkt selber. Sowas von EA direkt selber zu haben, hat dann natürlich so ein bisschen den Vorteil, dass alles vielleicht so ein bisschen einfacher gestaltet ist. Man muss manchmal beim Sims 4 Studio auch auf eine neue Version warten, wenn es ein Update gab. Sowas gäbe es dann bei einem von EA erstellten Tool nicht so wirklich. Und allgemein wäre es ja auch ein cooles Zeichen, die CC-Community so ein bisschen da noch mehr einzubinden, was ich wirklich sehr cool fände. In The Sims 3 beispielsweise gab es einen Editor, in dem man selber eigene Muster fürs Spiel erstellen konnte. Im Erstelle ein Stil-Tool war es ja nicht nur so, dass man Objekte umfärben konnte, sondern auch selber die Muster verändern konnte. Und das wurde mit diesem Tool noch ein bisschen genauer möglich, weil man damit einfach selber seine eigenen Muster ins Spiel packen konnte. Ich habe mich da zu Zeiten von The Sims 3 auch mal dran probiert tatsächlich, habe das dann aber nie so wirklich benutzt, weil es für mich persönlich jetzt genügend Muster im Spiel gab. Aber ganz ehrlich, für Leute, denen das da noch nicht gereicht hat, die vielleicht da auch was Spezielles, was es noch gar nicht gab, reinbringen wollten, war das doch wirklich eine coole Idee. Und ein weiteres, meiner Meinung nach fast das wichtigste Tool bei The Sims 3, war das Erstelle eine Welt-Tool, was ich persönlich wirklich als eines der wichtigsten und interessanten externen Tools bei den Sims betrachtet habe. Man muss sagen, es war wirklich sehr kompliziert, eine eigene Welt zu erstellen. Man musste auf so viele Dinge achten und es hat natürlich auch extrem viel Zeit in Anspruch genommen. Aber die Simmer, die sich da, sagen wir mal, kreativ ausgelebt und auch so ein kleines bisschen an manchen Stellen durchgequält haben, haben da teilweise wirklich tolle Welten erschaffen, die man bis heute noch sich in Spiel laden kann. In The Sims 2 und 3 war es ja möglich, die Karte so mit kleineren Bäumen und so wirklich zu bearbeiten, was in The Sims 4 ja auch nicht geht. Aber noch detaillierter war das dann halt wirklich mit diesem Erstelle eine Welten-Tool möglich, was ich persönlich selber auch mal ausprobiert habe. Aber so eine richtige Welt habe ich da nie rausgekommen, weil mir da einfach so ein bisschen die Ausdauer gefehlt hat. Ganz ehrlich, wenn das ins Spiel zurückkommen würde, wäre ich wirklich sehr begeistert. Und ich kann es mir zwar mittlerweile nicht mehr so wirklich vorstellen, aber vielleicht bekommen wir ja bei The Sims 5 ein paar Optionen, um Welten gestalten zu können, beziehungsweise wenigstens Welten wieder anpassen zu können. Es bleibt auf jeden Fall spannend, aber ich fand tatsächlich diesen Beitrag wirklich ziemlich interessant und hatte vieles dieser Tools, vor allem dieses Homecrafter Plus Tool, gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm tatsächlich. Dann als nächstes ein kleiner Beitrag von AcidLur, von dem ich ja ebenfalls schon mal ein paar Beiträge vorgestellt habe. Er hat nämlich uns so ein bisschen daran zurückerinnert, wie das denn bei The Sims 2 war. Es gab nämlich den Sim Rod Humble, der einfach bei den Sims immer, wenn man eingezogen ist, vorbeigekommen ist und die Sims mit einem eigenen Computer begrüßt hat, was ich persönlich ganz witzig fand. Man hat diesen Computer von ihm erhalten. Und da war nämlich ebenfalls eine Kleinigkeit versteckt. Man konnte nämlich in The Sims 2 tatsächlich gegen Ende, ich glaube, das müsste mit der Freizeitspaßerweiterung ins Spiel gekommen sein, konnte man The Sims 3 spielen tatsächlich. Ich persönlich kann mich da selber noch dran erinnern, weil ich das ebenfalls ausprobiert habe. Ich habe mir da nie so wirklich Gedanken gemacht, habe das einfach mal angeklickt und irgendwann ist mir mal aufgefallen, Moment mal,
Das sieht irgendwie alles ziemlich detailliert aus. Das ist nicht einfach wie in The Sims 4 irgendwelche Screenshots oder diese kleinen Szenen, die gar nicht so unbedingt echt sind. Es gibt ja da so, man kann glaube ich The Sims 1 spielen oder sowas ähnliches. Und das ist nicht wirklich The Sims 1. Die haben da so eine Benutzeroberfläche in ihrem Schnittprogramm nachgebastelt und so. Aber in The Sims 2 gab es dann wirklich Szenen, wie man hier sieht, wo man dann wirklich The Sims 3 gesehen hat. Ich kann mich noch an die Musik erinnern und plötzlich sieht man so einen Sim, wie er da über die Straße läuft und im Hintergrund sind ganz viele kleine Häuser, so ein Tante-Emma-Laden. Ich war wirklich beeindruckt und habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Habe ich was verpasst? Und das war dann tatsächlich der Teaser für The Sims 3 innerhalb von The Sims 2, was ich persönlich wirklich ein sehr cooles Detail fand und weshalb ich auch diesen Beitrag in dieses Video reingenommen habe. Und sowas würde ich mir tatsächlich auch in einer möglichen The Sims 5 Ankündigung wünschen. Sowas haben die Entwickler tatsächlich öfters gemacht, auch in The Sims 3, dass sie dann neue Erweiterungen angeteasert haben und solche Geschichten. Und ehrlich gesagt, das ist doch eine mega coole Idee, so schon mal neue Inhalte anzuteasern. Das fällt ja auch nur auf, wenn man da explizit drauf achtet. Und das fand ich auf jeden Fall ein sehr cooles Detail, was ich euch nicht vorenthalten wollte. Als nächstes möchte ich euch diesen Post von Sati Simbals vorstellen, die ebenfalls schon mal ein Gast in einer Folge von Sim gehört war, dem Sims-Podcast, den ich mit Micha von simtimes.de habe. Und sie hat mit Hilfe des Tool-Mods, mit dem man Objekte ganz individuell verschieben und drehen kann, was ja in The Sims 4 eigentlich nicht geht, diese interessanten Klamotten gestaltet. Und als ich diesen Screenshot gesehen habe, bin ich wirklich fast vom Stuhl gefallen. Ich meine, ganz ehrlich, also klar, wenn man jetzt hier genau hinguckt, sieht man hier sind so kleine Kanten drin. Aber man muss sich mal vorstellen, wie genial ist denn diese Idee? Hier, ich glaube, das hier könnte ein Wollknäuel sein. Das ist, glaube ich, ein Bademantel, ein Deko-Bademantel. Hier kann ich das gar nicht genau sagen. Daraus dann wirklich, eigene Klamotten und Kleider hier zusammen zu basteln, ist ja mal genial. Ihr müsst unbedingt mal bei ihr vorbeischauen. Sie macht es auch ganz oft bei ihren Gebäuden, die sie baut, bei ihren Häusern. Ich glaube, ich wäre da wirklich zu ungeduldig für, einfach aus so kleinen Objekten dann hier sich eigene Objekte auszudenken, die es vielleicht auch so im Spiel nicht gibt. Ich meine, so ein ausladendes Kleid auf hier so einem Ständer hatten wir nicht, bisher noch nicht so im Spiel. Allgemein findet ihr alle Posts, die ihr in diesem Video seht, auch nochmal in der Beschreibung. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Dann als nächstes dieses Bild von Nando, fand ich sehr witzig. Nobody pre-made EA Houses in The Sims 4 und es ist durchaus richtig. Ganz ehrlich, das könnte wirklich so ein Haus aus dem Basisspiel sein. Oder auch in Strangerville herumstehen. Da gibt es auch so Häuser, die teilweise ganz schick von außen sind, von innen aber ganz grottig eingerichtet sind. Das habe ich auch ebenfalls schon in meinem Anspielvideo zum Pack angemerkt. Die Entwickler sind ja dazu übergegangen, EA Game Changern diese Aufgabe des Häuserbauens zu überlassen, die ja jetzt für die neueren Packs immer die Gebäude und Häuser und Grundstücke entwerfen, was ich persönlich eigentlich eine coole Idee finde, weil dadurch haben wir auf jeden Fall keine hässlichen Häuser mehr in The Sims 4 und die Community wird da so ein bisschen mit einbezogen, wirklich, muss man sagen. EA macht manche Sachen nicht so gut, aber das ist wirklich eine Top-Idee. Und ich fand es allgemein so witzig, weil es halt tatsächlich wirklich, glaube ich, wenn ich das jetzt hier so sehe, auch in The Sims 4 so nachgebaut werden könnte. Hier die Halbwände vielleicht könnte man hier benutzen. Ihr könnt ja mal spaßeshalber mal ausprobieren, wie weit ihr hier kommt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Aber auch sonst, dieses Meme gibt es tatsächlich öfters, dass Leute so Häuser posten, die so ein bisschen aussehen, als könnten sie im The Sims 4 Editor von einer Person, die jetzt nicht ganz so die Bauskills hat, entworfen worden sein. Und als nächstes hat sich der Simmer Semantically in einem Tweet so ein bisschen über Formulierungen bei EA aufgeregt. Die haben nämlich in einem Update-Beitrag, in dem dann immer so erklärt wird, was für Fehler behoben wurden, das hier geschrieben. Und zwar haben sie gemeint, und wir wissen, dass deine Sims sich nicht immer so benehmen, wie sie eigentlich sollen. Aber das ist ja Teil davon, was die Sims spezial und einzigartig macht. Aber wir verstehen, dass es auch frustrierend sein kann. Ja, muss man sagen, haben die Entwickler sehr, sehr, sehr blumige Wörter dafür benutzt, dass das Spiel einfach oft nicht funktioniert, Packs unfertigt auf den Markt kommen.
Und er hat sich dann ebenfalls ein bisschen darüber aufgeregt, meiner Meinung nach völlig zu Recht, so wie er hier schreibt, unerwartete Dinge, die so designt wurden, dass sie passieren, sind gut, aber wenn Sims dumme Dinge machen und nicht das machen, was sie sollen, ist das schlecht. Ich weiß halt auch nicht. Also ganz ehrlich, Fehler, die einfach im Spiel stören, den Spielefluss auch unterbrechen und einfach nur nerven, sind ja jetzt nicht wirklich Sachen, die die Sims special machen. Ich weiß, was der Guru, der das geschrieben hat, damit meint. Die Sims ist ein verrücktes Spiel. Es passieren Dinge, die einfach man nicht erwartet. Aber das sollten auf jeden Fall keine Bugs, Fehler und Glitches sein. Das ist auf jeden Fall Quatsch. Meiner Meinung nach ist es fast sogar schon ein bisschen frech, das so zu formulieren. Und ich hoffe, dass die Entwickler da in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl beweisen. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, nichts Schlechtes. Und als letztes für dieses Video wollte ich euch dieses Video von Hextaion vorstellen. Sie hat nämlich Bella Goth, die man ja durchaus in der Sims-Reihe kennt, quasi als Barbie-Puppe nacherstellt, was ich wirklich eine extrem kreative und coole Idee finde. Ihr seht es hier schon im Hintergrund, sie hat hier scheinbar aus Ton dann so dieses Kleid auf diese Barbie-Puppe geklebt. Und es geht hier noch weiter. Sie modelliert es dann hier so ein bisschen. Man sieht auf jeden Fall, wie sie das macht. Ich bin da ja leider viel zu unbegabt für und würde das eigentlich tatsächlich auch ganz gerne können. Aber das liegt ein bisschen über meinen Fähigkeiten, sage ich mal. Dann macht sie sogar für Bella eine eigene Frisur, indem sie hier immer so, ich weiß nicht, was das für ein Material ist, so hier übereinander stapelt und dann irgendwie festmacht. Es sieht auf jeden Fall super kompliziert aus und ich glaube, ja, wenn ich das versuchen würde, würde wahrscheinlich irgendwas anfangen zu brennen, weil ich das wirklich gar nicht kann. Aber das sieht doch wirklich mega cool aus. Vor allem das Endresultat schauen wir uns jetzt hier nochmal an. Sie macht dann ebenfalls hier so Fellelemente rein, was ich wirklich großartig finde. Also ich glaube, so kreative Leute bringen die Community auf jeden Fall immer ordentlich voran. Wow. Und sie macht am Ende, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, sogar hier so einen kleinen Mini-Plumbob aus Plastik dran. Ich weiß, das sieht auf jeden Fall auch sehr cool aus. Den hätte ich fast gerne in echt. Also der ist auf jeden Fall sehr cool. Und ich finde, das Endergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Damit wären wir dann auch schon wieder am Ende dieser Folge der Sim-Show angekommen. Ich finde dieses Format eigentlich wirklich interessant, weil ich euch hier einfach so ein bisschen meine persönlichen Highlights, die ich so oft auf Twitter und auf anderen Plattformen sehe, hier einfach so ein bisschen zusammentragen kann. Schaut auf jeden Fall unbedingt nochmal in der Beschreibung vorbei. Da sind auf jeden Fall alle Simmer verlinkt, die hier in diesen Beiträgen vorgekommen sind. Und dann würde ich sagen, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, welches der Beiträge euch am besten gefallen hat. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.